Leute und herzlich willkommen im Linktiner Video. Heute wollen wir ein Video mit euch machen. Und zwar, es ist heute so, ich habe so ein EOS-Video gesehen, wo man so, Radiergummi in den EOS reintun kann, aber das war ein Set von Amazon von Radiergummis, wo man Radiergummis ganz einfach selber machen kann. Aber ich habe mir dann gedacht, ich mache ein Video mit euch, aber ich habe dieses Set nicht. Da habe ich geschrieben, oben in den Titel, Radiergummi leicht selber machen. Und dann ist etwas rausgekommen. Und zwar, Radiergummi selber machen. Und dann hat so ein Kind das selber gemacht. Ich habe sogar im Internet geguckt, Leute. Und dann habe ich das Video angeschaut. Da braucht man Klebestift oder Heißklebepistole und Öl. Aber wenn man kein Öl zu Hause hat, obwohl man Öl zu Hause hat. Aber bei mir ist das alle geworden. Deswegen habe ich im Internet geguckt. Dann braucht man etwas raus. Und zum Abpiepeln braucht man eine Schere. Und so etwas raus. Hier oben ist es auch, aber so mache ich es. Und eine Heißklebepistole. Ja, jetzt wollen wir anfangen. Und ja, hier ist meine Heißklebepistole. Ich mache hier so eine Hase oder eine Kugel. Ups. Ein bisschen schwer. Oh Leute, es ist mega schwer hier drauf zu drücken. So. Ihr müsst es auch ein bisschen trocknen lassen. Ich kann Kraft mehr in meine Hände. Ich habe so ungefähr 2 Minuten geredet. Tut mir leid. Es tut mir leid. So, und dann warten wir ein paar Minuten. Und ja, dann sehen wir uns. So, nach einiger Zeit sieht das jetzt so aus. Ich piepe das jetzt ab. Ob ich das überhaupt schaffe, weiß ich noch nicht. Ja, ich habe es ja ohne Öl gemacht, aber so geht es auch. Oh, sehr schön. Wie war denn das das? Oh mein Gott, sieht das cool aus. Dieses Teil da kann ich noch hier ringsherum abschneiden. Wenn da noch etwas dazwischen ist. Ansonsten alles super.
Gott, Leute, ich habe es noch nie so gut vorgestellt. Ja, er ist noch ein bisschen knetbar. Vielleicht ist das ja meine neue Knete. Oh mein Gott, ist das cool, Leute. Aber ich empfehle euch, ihr müsst nicht Heißklebepistole nehmen. Und jetzt schreibe ich mir etwas hier drauf. Hier seht ihr wieder mein Gesicht. Ihr seht mein Auge. Die ist ein bisschen allergisch. Aber ist egal. Also, hier schreibe ich mir noch etwas auf. Ich schreibe zum Beispiel Link. Ihr seht es hier. Nee. Hier, Tina schreibe ich mal hin. Hier seht ihr, dass es hier Tina steht. Ich habe vergessen. Ihr müsst ein Becher mit Wasser einfüllen. Nennen das untertauchen lassen und dann sehen wir uns. So. Ich nehme die Kamera mit hoch. Ich muss das hier rein zum Abkühlen. Und dann muss ich das auch langsam mit hochnehmen. So. Kameraständer hin. Wir müssen reiten. Mit den Händen untertauchen, wieder hoch, noch ein bisschen reiben. Und dann irgendwann wird das richtig glatt, oder? So. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Lebensmittelfarbe dran machen, aber ich möchte es nicht. Wenn ihr Lebensmittelfarbe dran machen wollt, macht es nicht am Anfang mit dem Heißklebepistole, sondern ihr tut Lebensmittelfarbe hier rein und dann tut ihr diese Radiergummi rein. So, und dann warte erstmal ab. Müsst ihr gerade Papier holen, das klebt da nicht dran, weil das ja schon getrocknet wurde. Das ist ja auch das Coole. Und dann seht ihr hier schon ein glänzender Radiergummi. Jetzt versuche ich damit mal zu radieren. Oh, das radiert wirklich. Leute, krass. Das radiert wirklich, Leute. Und wenn ihr noch wollt, dann könnt ihr die schwarzen Dinger abpiepeln. Und dann sieht es wieder neu aus. Aber am besten, ihr nehmt eine Heißklebepistole. Dann sieht es auch so glänzend aus und cool. So, jetzt ist es wieder weiß. Oh Leute, das ist ja mega cool. Ihr müsst das immer auch nachmachen. Oh, mega cool. Auf dem Blatt ist es auch ein bisschen glänzend. So. Und es macht auch mega Spaß, damit rumzukneten. So viel kneten kann man auch nur nicht. Aber auch radieren kann man es. Man kann es auch so hinlegen. So, hier unten wegratschen. Das ist genau wie ein normaler Radiergummi. Aber das Problem ist... Oh, das ist ja ganz schön. Hier steht fast gar nichts mehr. Also es radiert nur ein bisschen. Und dann tauche ich das wieder unter. Und einen Tag später wird es immer größer und größer. Dann könnt ihr das auch immer länger benutzen.
Ihr könnt das auch mit zum Schwimmen nehmen. Dann könnt ihr trotzdem etwas wegradieren. Das ist ja auch das Coole daran. Und das klebt nirgendwo fest. Und dass es so glänzend oder glatt ist, kann es nirgendwo hinkleben. Zum Beispiel, wenn es auf einen Schlamm hinfällt, dann ist das zwar dreckig, aber wenn ihr das so reibt, dann ist das weg. Ihr müsst zwar nicht reiben, sondern einfach nur ins Wasser tun. Dann ist das Wasser natürlich dreckig, aber dann ist eure Radiergummi nicht mehr dreckig. Also ich freue mich richtig auf mein Radiergummi. Und hinten sind noch ein bisschen Glitzer drin. Ich hoffe, ihr seht es. So, hier. Das finde ich auch schön da dran. Hier vorne sind noch zwei Glitzerpartikel. Oh, meine Augen. So. Ich hoffe, ihr seht das. Warte, hier hinten ist. Hier. Zum Beispiel hier oben. Und vorne. Da sind drei Partikel. Und hier oben noch eine. Hier oben sind noch drei. Das ist mega cool damit zum Spielen. Und vorne sind auch schöne Partikel. Das glänzt richtig. Obwohl da hinten dieses Fenster ist. Dieses Fenster. Aber es glänzt immer noch. Warte. Im Bild sieht das so groß aus und hier. Es sieht ungefähr so klein aus. Und ich hoffe, ich habe noch. Warte. Es ist genau so klein. Aber damit kann man rumspielen. Ah, und da kann man auch Kugeln wickeln, sag ich mal. Ja, cool, die kann man auch wegkellern. Ja, und Tinte kann man auch wegkellern, glaube ich. Tinte. Hier ist Tinte drauf. Und dann kann man es leicht wegradieren. Und ja, und dieses Radiergummi ist immer noch sauber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Und abonnieren nicht vergessen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas nachgemacht habt. Dann schreibt mir das auf Twitter, auf Instagram. Da heißt es Linktina Beauty Beast. Brauchst nicht mehr in die Infobox schreiben, weil das ist das Hälfte von unserem Kanal. Tschüss Leute, ich liebe euch alle.